Kapitel 5 Religiöse Orden. Die Überschrift des Kapitels: Die stillen Armeen des Vatikans, religiöse, halbreligiöse und Laienorden, die Jesuiten, die geistigen Sturmtruppen der päpstlichen Macht. Warum die Gesellschaft Jesu gegründet wurde, höchstes Ziel der Jesuiten, die Erweiterung der politischen Macht des Papstes. Moderne, halbreligiöse Orden, die katholische Aktion. Außer dem verzweigten religiösen Verwaltungsapparat gibt es in den christlichen und nichtchristlichen Ländern eine weitere große religiöse Maschinerie. Sie ist längst nicht so bekannt, aber von größter Bedeutung für jeden, der sich Klarheit über den zunehmenden geistigen und politischen Einfluss der katholischen Kirche verschaffen will. Gemeint sind die religiösen und halbreligiösen Orden, die dem Heiligen Stuhl unterstehen. Sie haben vor allem die Aufgabe, im Machtbereich der katholischen Kirche in jeden Zweig des gesellschaftlichen Lebens einzudringen und ihm im Sinne des Katholizismus zu beeinflussen. Einige dieser religiösen Orden widmen sich ausschließlich der religiösen Kontemplation, andere beschäftigen sich mit der Jugenderziehung, mit karitativen Aufgaben und mit der Krankenpflege. Eine dritte Gruppe befasst sich vor allem mit sozialen Problemen. Sie verfügen nicht nur über Klöster und Konvente, sondern haben auch Schulen, Missionen, Zeitungen und Besitzungen in jedem christlichen Land und darüber hinaus auf dem ganzen Erdball. Viele Männer- und Frauenorden arbeiten nur für die Mission. Alle diese Orden bilden eine stille, aber geschäftigte und wirksame Armee der katholischen Kirche. Hier ist nicht der Platz, im Einzelnen die Tätigkeit all dieser Orden zu untersuchen. Wir werden lediglich einige der wesentlichsten Merkmale des Jesuitenordens behandeln, der unter den vielen Orden, den Franziskanern, Dominikanern, Augustinern usw. der wichtigste ist. Die Jesuiten haben den Auftrag, überall die Autorität des Papstes zu stärken. Ihr Orden wurde Anfang des 16. Jahrhunderts als Kampftrupp zur Verteidigung der absoluten Theokratie des Papstes geschaffen. Sein Gründer Ignatius von Loyola, ein ehemaliger spanischer Ritter, übertrug seinen militärischen Geist auf den neuen Orden und nannte ihn Gesellschaft Jesu, wie militärische Verbände der damaligen Zeit den Namen ihres Generals annahmen. Unter den Gelübden des Ordens ist das Gelübde des Gehorsams das wichtigste. Absolute, widerspruchlose, blinde, unkritische Gehorsam gegenüber den Befehlenden der Gesellschaft, völliges Zurücktreten des eigenen Denkens und Urteilens und damit bedingungslose Verzicht auf die persönliche Freiheit. In einem Brief an seine Gefolgsleute in Coimbra schrieb Loyola, dass der Ordensgeneral unabhängig von seiner persönlichen Weisheit, Frömmigkeit oder Verschwiegenheit die Stelle Gottes einnehme. Dass jeder Gehorsam, der nicht durch innere Zurückhaltung oder äußere Handlungen den Willen des Oberen zum eigenen Willen mache, schlaff und unzureichend sei. Dass jedes Überschreiten eines Befehls, selbst wenn es abstrakt gesehen aus guten und lobenswerten Gründen geschehe, ungehorsam darstelle, dass die Opferung des Intellekts, der dritte und höchste Grad des Gehorsams und Gott wohlgefällig sei. In solchen Fällen ordnet also der Jesuit nicht nur seinen Willen dem des Vorgesetzten unter, sondern er denkt auch, was dieser denkt. Er unterwirft sich damit, soweit es seine Willenskraft nur möglich ist, dem Urteil seiner Oberen. Das Gelübde der Jesuiten lautet, Zitat: Ich verspreche dem allmächtigen Gott vor seiner jungfräulichen Mutter und den ganzen himmlischen Herrscharen und allen, die dabei stehen, sowie dir, ehrwürdiger Vater General der Gesellschaft Jesu, der du Gottes Stelle einnimmst
und deinen Nachfolgern ständige Armut, Barmherzigkeit und Gehorsam. In Übereinstimmung damit widme ich meine besondere Aufmerksamkeit der Erziehung der Knaben im Sinn der Gebote, die in den apostolischen Schriften der Gesellschaft Jesu und in deren Konstitution niedergelegt sind. Zitat Ende. In einer Bittschrift, die eine kleine Gruppe von ersten Jesuiten den Papst vortrug, als es um die Bestimmung zur Wahl des Ordensgeneral ging, hieß es, Zitat, der General soll allen Ämtern und Ehren zu seinen eigenen Vergnügen entsagen und mit der Hilfe und dem Rat der Mitglieder die Bestimmungen der Konstitution festlegen. Aber er allein soll in jedem Fall die Kommandogewalt haben und soll von allen so geehrt werden, als wäre Christus selbst in seiner Person anwesend. Zitat Ende. Weiteres Zitat. Denn an die Stelle jedes anderen Verhältnisses, jedes Antriebes, den die Welt zur Tätigkeit anbieten könnte, tritt in dieser Gesellschaft der Gehorsam. Gehorsam an sich, ohne alle Rücksicht, worauf er sich erstreckt. Mit völliger Verleugnung alles eigenen Urteils. In blinder Unterwürfigkeit soll man sich von seinem Oberen regieren lassen, wie ein lebloses Ding, wie der Staub, der demjenigen, der ihn in seinen Händen hat, auf jede beliebige Weise dient. Zitat Ende. Erstes Zitat H.G. Wells, Crux an Sata. Zweites Zitat Ranke, Geschichte der Päpste, vollständige Ausgabe Wien, 1934, Seite 139, 140. Auf diese Weise wurde der General ein absoluter Diktator, nur vergleichbar mit den Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Die Macht, die ihm lebenslänglich zuteil wird, erlaubt es ihm, Tausende von Männern, die ihm widerspruchlosen Gehorsam schulden, zur Vollstreckung seines Willens einzusetzen. Es gab und gibt niemanden in der Welt, dem er über den Gebrauch dieser Macht rechenschaftspflichtig wäre. Zitat, in Klammern ihm, ist alle Gewalt übertragen, die zur Regierung der Gesellschaft nützlich sein möchte. Er hat Assistenten nach den verschiedenen Provinzen, die aber keine anderen Geschäfte verhandeln als die, welche er ihnen auftragen wird. Nach Gutdünken ernennt er die Vorsteher der Provinzen, Kollegien und Häuser, nimmt auf und entlässt, dispensiert und straft. Er hat eine Art von päpstlicher Gewalt im Kleinen. Zitat Ende. Zitat Ranke, eben da Seite 140. So wurde die Gesellschaft Jesu eine Theokratie innerhalb einer Theokratie und ist es noch heute. Sie braucht eine straffe Organisation, um das Ziel zu erreichen, das sie sich gesteckt hat. Stärkung der kirchlichen Macht durch Jugenderziehung, Predigten und Missionsarbeit. Die Jesuiten begannen ihre Arbeit damit, dass sie in verschiedenen Ländern Schulen gründeten. Als Ignatius von Loyola starb, gab es bereits 10 Schulen in Kastilien, je 5 in Aragonien und Andalusien, und zahlreiche Besitzungen in Portugal. Über die portugiesischen Kolonien herrschten sie fast vollständig. Mitglieder ihres Ordens saßen in Brasilien, in Ostindien und in den Ländern zwischen Goa und Japan. Nach Abessinien wurde ein Provinziale entsandt. Außerdem hatten sie Besitzungen und Schulen in Italien, Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern. Seitdem arbeiten die Jesuiten jahrhundertelang in allen Ländern an der Festigung der religiösen und politischen Macht der katholischen Kirche und erreichen dabei einen außergewöhnlichen Grad von Vollkommenheit. Vor allem entwickelte sich ihre Fähigkeit, junge Männer für hohe Ämter in der katholischen Hierarchie oder in weltlichen Regierungen auszubilden. Ein jesuitischer Historiker
Orlandini schrieb einmal, Zitat, die heute in Purpur der Hierarchie erstrahlen, saßen unlängst noch auf unseren Schulbänken, andere sind in den Regierungen von Staaten und Städten tätig. Zitat Ende. Die fortwährende Heranbildung einer geistlichen und weltlichen Herrscherschicht verleitete die Jesuiten, sich ständig in politische Angelegenheiten einzumischen. Viele Herrscher und Regierungen, einschließlich der devotesten katholischen Könige und Länder, verfolgten daher immer wieder die Jesuiten, wiesen sie aus oder taten sie in Acht und Bann. Sogar der Papst war gezwungen, gegen die Jesuiten vorzugehen, weil der Orden sich dauernd durch politische Intrigen in die Angelegenheiten vieler europäischer Länder und der katholischen Kirche selbst einmischte. So löste im Jahre 1773 Papst Clemens XIV. Den Jesuitenorden auf, nachdem er sich jahrelang die Beschwerden der europäischen Souveräne und Regierung über die Einmischung der Jesuiten in öffentliche Angelegenheiten und über die Störung des öffentlichen Friedens hatte anhören müssen. 1814 wurde der Orden bereits wieder zugelassen. Seitdem breitete er sich weiter über die ganze Erde aus. In einer Reihe von Ländern hat er nach wie vor eine Art Erziehungsmonopol und verfügt über hervorragende Schulen und Hochschulen. Dort findet man die Jesuiten überall, hinter den Kulissen der höheren Lehranstalten, der Presse, des Rundfunks, der politischen Parteien und der Regierungen. In den weiteren Kapiteln werden wir noch reichlich Gelegenheit haben, dies festzustellen. Hat sich inzwischen an dem Geist, der Ignatius von Loyola bei der Gründung des Ordens bewegte, etwas geändert? Ist die unmenschliche Disziplin des Ordens lockerer geworden? Nein, beide sind heute so wie damals. Die Jesuiten sind nach wie vor beharrlich und unbeugsam in ihren Streben, die katholische Kirche zu stärken. Ihre erstaunlichen Fähigkeiten und ihre mächtige Organisation in der ganzen Welt sind konsequenter denn je darauf gerichtet, dieses Ziel zu erreichen. Sie haben ebenso wie die katholische Kirche selbst und viele religiöse Orden die Erde in Provinzen eingeteilt. Jede Provinz wird von einem Provinzialen geleitet, der unmittelbar dem höchsten General untersteht. Der höchste General hat seinen Sitz in Rom und daher ständig engen Kontakt mit dem Papst. Das ist notwendig und verständlich, da die Gesellschaft Jesu ja ausdrücklich geschaffen worden ist, die religiöse und politische Macht des Papsttums zu verteidigen und zu stärken. Das Papsttum stützt sich auf eine gewaltige Armee, die sich aus der gesamten Hierarchie, den religiösen Orden und der Masse der Gläubigen zusammensetzt, aber die Jesuiten sind seine fanatischen und klügsten Streiter, sie sind in der Tat die Sturmtruppen des Papstes. Jeder Jesuit nimmt außer dem Gelübde des Gehorsams gegenüber den Oberen und den Gelübden der Armut und der Keuschheit ein noch wichtigeres Gelübde auf sich. Es lautet, Zitat, auszuführen, was immer der Papst von mir verlangen sollte, in alle Länder zu gehen, unter Türken, Heiden oder Heretiker, wo immer er mich auch hinsenden mag, ohne Widerstand oder Verzögerung, ohne Fragen, Bedienung oder Belohnung. Zitat Ende. Die Gesellschaft Jesu ist der mächtigste aller Orden. Seine Mitglieder setzen sich unablässig und fanatisch für die Erweiterung des päpstlichen Einflusses unter allen, auch den schwierigsten Umständen und an den einflussreichsten Stellen ein. Der Orden ist eine dynamische Maschinerie in den Händen des Papstes, eine machtvolle Theokratie zur Stärkung der noch machtvolleren Theokratie der katholischen Kirche. Um ihren Einfluss auf die Gläubigen nicht zu verlieren, ist die katholische Kirche gezwungen, sich in ihren Organisationsformen den modernen Verhältnissen anzupassen. Allein mit den Jesuiten und den zahlreichen anderen rein religiösen Orden würde sie dieser Aufgabe nicht gerecht.
Sie hat daher im vergangenen Jahrhundert und in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts eine Reihe von Organisationen ins Leben gerufen, die sich vor allem mit Erziehungsfragen und sozialer Arbeit beschäftigen. Wir werden hier nur auf zwei von ihnen eingehen. Eine dieser Organisationen ist die der Salesianer, eine Gesellschaft, die größtenteils aus sogenannten Laienpriestern besteht. Sie wurde im vorigen Jahrhundert gegründet, befasst sich mit der Leitung von Schulen und kümmert sich um das physische und geistige Wohl von Studenten und Arbeitern. Wir finden sie in vielen Ländern Europas und vor allem in Südamerika. Eine andere typische Organisation dieser Art ist die Gesellschaft des Heiligen Paulus. Ihre Mitglieder, in der Mehrzahl Laien, tragen keinerlei äußere Zeichen. Sie hat ähnlich zu ihrem älteren jesuitischen Gegenstück vor allem eine politische Aufgabe, nämlich gegen sozialistische und kommunistische Einflüsse vor allem im sozialen Bereich und im Schulwesen zu kämpfen. Die Gesellschaft wurde 1920 vom Erzbischof von Mailand gegründet. Ihr können Priester und Laien, auch Frauen, angehören. Die Mitglieder der Gesellschaft des Heiligen Paulus leben nicht gemeinsam, treffen sich aber regelmäßig zu Beratungen. Die angehörenden Priester müssen ein Examen im kanonischen Recht, in Theologie oder in einer anderen wissenschaftlichen Disziplin abgelegt haben. Von den Laienmitgliedern wird ebenfalls Hochschulbildung verlangt, andernfalls müssen sie sich beim Eintritt in die Gesellschaft bestimmten Prüfungen unterziehen. Beim Eintritt dürfen die Mitglieder nicht älter als 30 Jahre sein. Sie nehmen einfache Gelübde auf sich, die alljährlich erneuert werden und werden angehalten, Studienbekanntschaften und freundschaftliche Bindungen zu pflegen und in möglichst engem Kontakt mit der Welt zu stehen. Die Gesellschaft des Heiligen Paulus unterhält Krankenhäuser, besitzt Druckereien, gibt eine Tageszeitung heraus, hat Missionen und Schulen und eine Besonderheit, ein technisches Ausbildungszentrum. Außerhalb Italiens hat sie in Jerusalem, Buenos Aires und anderen größeren Städten Fuß gefasst. In ihren Bildungsstätten erzieht sie vor allem junge Arbeiter im Geiste der katholischen Soziallehre und versucht, auf diese Weise der sozialistischen Ideologie entgegenzuwirken. Dem gleichen Zweck dient ein sich ständig erweiterndes Netz von Ausbildungsstätten, Erholungsheimen, Bibliotheken, Sportvereinen und so weiter. Neben den religiösen und halbreligiösen Orden verfügt der Vatikan über eine Reihe von Organisationen, die entweder rein religiösen oder rein sozialen Charakter haben und nicht selten mehrere Millionen Mitglieder zählen. Eine von ihnen ist das Apostolat des Gebetes, die Vereinigung von Heiligen Herzen. Seit sie besteht, gibt jeder Papst ihr seinen Segen. Papst Benedikt XV. Erklärte, alle Katholiken sollten ihr angehören. Die Hauptaufgabe dieser Vereinigung ist, möglichst alle Katholiken in gemeinsamen und privaten Gebeten zu vereinen, um die Hilfe und den Schutz Gottes für die katholische Kirche, den Papst, die Ausbreitung des Katholizismus in der Welt und für einen universellen Frieden, worunter natürlich ein katholischer Friede zu verstehen ist, zu erbitten. Heute hat die Vereinigung mehr als 30 Millionen Mitglieder. Ihre Zeitung »Sendbote des göttlichen Herzens« erscheint in 14 Sprachen. In Großbritannien ist die Organisation »Schwert des Geistes« tätig, die unmittelbar dem Kardinalerzbischof untersteht. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, katholische Anschauungen durch die Presse, durch Flugschriften und Bücher und mit Hilfe kultureller und sozialer Einrichtungen zu verbreiten.
Neben den eben genannten Organisationen bestehen zahlreiche ausgesprochene Laienvereinigungen, die oberflächlich gesehen nichts mit dem Vatikan zu tun haben und doch in sozialen, kulturellen und politischen Fragen von den Instruktionen aus Rom oder von der örtlichen Geistlichkeit abhängig sind. So gibt es in England das Nationalkomitee katholischer Frauen, die katholische Frauenbewegung, das Nationale katholische Jugendkomitee, die katholische Gewerkschaftsvereinigung und so weiter. Eine im Zweiten Weltkrieg entstandene kulturelle Bewegung nennt sich New Man Association, Vereinigung des neuen Menschen. Solche Organisationen gibt es in großer Auswahl in allen europäischen und amerikanischen Ländern. In den USA ist die Vereinigung der Kolumbusritter Knights of Columbus die einflussreichste und reichste. Die wichtigste dieser Neugründungen wurde von Papst selbst ins Leben gerufen und bezieht auch ihre Instruktionen unmittelbar vom Vatikan. Sie nennt sich Katholische Aktion oder Katholische Gesellschaft. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, in der modernen Gesellschaft katholische Ideen und Grundsätze auf dem Wege soziale, kulturelle und politische Bemühungen zu verbreiten. Die Katholische Aktion wurde vor allem gegründet, um der Kirche ein Instrument in die Hand zu geben, das weniger kompromittiert als die alten katholischen Parteien, trotzdem fähig ist, das gesamte soziale und politische Geschehen unablässig mit katholischen Ideen zu durchsetzen. Eine solche Organisation vermag im sozialen und politischen Bereich unaufdringlich zu wirken und Ziele zu erreichen, die von den alten katholischen Parteien nicht verfochten werden konnten, weil sie auf Risiken und Verantwortlichkeiten Rücksicht nehmen mussten. In der Zeit zwischen den beiden Kriegen opferte Papst Pius XI. Im Hinblick auf diese Organisation viele katholische Parteien seinem politischen Bestrebungen. Er schuf die Katholische Aktion als einheitliche Organisation, die die Geistlichkeit eng mit den Laien verbindet und stattete sie mit allen Mitteln zur öffentlichen Arbeit aus, um ihr zu ermöglichen, über den Parteien stehend, die religiösen Interessen, die katholische Erziehung, die katholischen Prinzipien und so weiter zu verteidigen. Die Katholische Aktion, erklärte der Papst, sei ihm so teuer wie sein Augapfel. Er brachte nicht nur vielen Regierungen ihre Existenz zur Kenntnis, sondern bestand auch darauf, dass das Wirken der Katholischen Aktion in allen Konkordaten diplomatisch anerkannt wurde. Die Katholische Aktion ist auf allen Gebieten tätig, auf dem der Geistesarbeit ebenso auf dem der Handarbeit, auf sozialen ebenso wie auf kulturellem und politischem. Sie ist so organisiert, dass die Außenarbeit im Wesentlichen von katholischen Laien geleistet wird, die sich in ständigem Kontakt mit der Geistlichkeit befinden. Diese Verbindung mit der Geistlichkeit, also mittelbar mit dem Vatikan, ist eines der Hauptanliegen der Katholischen Aktion. Zitat: Die Geistlichkeit hat das Recht, Instruktionen zu erlassen und Direktiven zu erteilen. Die Katholische Aktion stellt all ihre Macht und all ihre Energien der Geistlichkeit zur Verfügung. Daher fordert sie völligen Gehorsam gegenüber den Direktiven der kirchlichen Autorität, da ja auch die weltliche Autorität von Gott stammt. Die Mitglieder der Katholischen Aktion sollten auch weltlichen Behörden die ihnen zustehende Achtung nicht versagen und deren legitime Vorschriften loyal und treulich erfüllen. Zitat Ende, Papst Pius XII., September 1940. Welche Ziele hat die Katholische Aktion? Zitat:
in Übereinstimmung mit der Kirche eine heilige und barmherzige soziale Tätigkeit zu entfalten, das wahre katholische Leben zu beflügeln und, wo notwendig, wiederherzustellen. Mit einem Wort, die Katholisierung oder Rekatholisierung der Welt. Zitat Ende. Nach den Worten eines katholischen Geistlichen, Reverend R. A. McGovern, stellvertretender Direktor der Nationalen Katholischen Wohltätigkeitskonferenz, befasst sich die katholische Aktion mit, Zitat, Fragen auf dem Gebiet der Gesetzgebung und der Wirtschaft, aber nur von ausgesprochenen religiösen und moralischen Gesichtspunkten aus und nicht so, wie politische Parteien es tun. Zitat Ende. Die offiziöse katholische Zeitung Commonwealth Gemeinwohl formuliert die Ziele der katholischen Aktion etwas offenherziger. Zitat, das ganze religiöse, moralische, soziale und wirtschaftliche Denken sowie die Vorgänge des täglichen Lebens katholischen Maßstäben anzupassen, um das Königreich Christi zu vergrößern. Zitat Ende. Es besteht kein Zweifel und wird überdies auch in Erklärung der Kirche zugegeben, dass die katholische Aktion als mächtigste und modernste Waffe der katholischen Kirche dazu dient, die Gesellschaft nach katholischen Grundsätzen zu formen. Wir haben es also hier mit dem klugen und tückischen Versuch zu tun, religiösen Glauben und religiöse Organisation unter Vermeidung des offenen politischen Kampfes zur Erreichung bestimmter politischer Ziele auszunutzen, die ihrerseits wieder der Verbreitung religiöser Ideen dienen sollen. So mischt sich die katholische Kirche mit Hilfe alter und neuer halbreligiöser Organisation und Laienvereinigung in politische Angelegenheiten ein. Sie kann, wenn sie ehrlich ist, nicht leugnen, dass sie sich mit den weltlichen Problemen der Menschen abgibt. Wer nicht wahrhaben will, dass die katholische Kirche gezwungen ist, sich in politische Angelegenheiten zu mischen, sollte sich die Worte der Königin Katharina vor Augen halten, die einmal sagte, dass es zu gewissen Zeiten unmöglich sei, eine Grenze zwischen dem Weltlichen und dem Geistlichen zu finden. Der katholische Bürger ist verpflichtet, sich mit politischen Fragen zu befassen. Papst Pius XI., der Begründer der katholischen Aktion, schreibt es ihm ausdrücklich vor. Zitat, derselbe Mensch handelt entsprechend seiner Aufgabe einmal als Katholik und einmal als Staatsbürger. Zitat Ende. Sein tägliches Handeln lässt sich nicht in zwei wasserdicht verschlossene Behälter pressen. Ein amerikanischer katholischer Schriftsteller Seldes formulierte treffend, Zitat, der Geist der Religion ist eine lebendige Kraft, die man nicht auf Flaschen züchten und mit säuberlichen Etiketten versehen kann. Schließlich ist klar, dass die Organisation der katholischen Aktion den Rahmen für die gewaltigste Maschinerie universelle Zentralisation abgibt, die man sich in unserer Zeit vorstellen kann. Zitat Ende. Wenn der Leser gleichzeitig an all die anderen rein religiösen, halbreligiösen oder Laiengesellschaften und Vereinigungen denkt, wird er begreifen, welch gewaltiger Apparat der katholischen Kirche zur Verfügung steht. Um alle Schichten der Gesellschaft zu durchdringen, die Lehren der Kirche zu verbreiten und sich auf diese Weise in der modernen Welt Autorität zu verschaffen. Man kann diese Maschinerie technisch, administrativ durchaus mit dem Apparat moderne, weltliche Regierung vergleichen, und doch hinkt dieser Vergleich, denn die Kongregation und Ministerien der Kirche sind das Resultat eines unermesslichen und komplizierten Netzes spiritueller und materieller Interessen. Sie erkennen in ihrer Tätigkeit keine Grenzen an, lenken ihre Aktionen in alle Kontinente und ordnen sich einem einzigen Willen unter, dem des Papstes. Obwohl alle Kongregationen ihre Ressorts haben, kann ihre Arbeit anders aufgeteilt oder vereint werden, je nachdem, wie es die Pläne des Papstes fordern.
Wie wir bereits gesehen haben, kann der Papst im Gegensatz zu jedem Premierminister, Präsidenten, König oder Diktator einen unbegrenzten Druck auf jeden Sektor des Vatikanapparates ausüben. Kein Diktator hat jemals so viel Macht auf sich vereinigt wie der Papst. Es gibt keine Stelle, die ihn kontrollieren könnte. Er braucht niemanden über seine Taten Rechenschaft abzulegen, nicht einmal dem Kardinalskollegium. Die gesamte komplizierte Maschinerie der katholischen Kirche, die bis in die letzten Winkel der Erde reicht, steht diesem einen Mann uneingeschränkt zur Verfügung. Oder genauer gesagt zwei Männern, dem Papst und seinem Staatssekretär. Wir haben gesehen, wie die Regierung der katholischen Kirche arbeitet und wissen jetzt einiges über den ungeheuren Einfluss, den Kirche und Vatikan auf vielen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens, wo immer Katholiken tätig sind, ausüben. Nun wollen wir uns damit befassen, wie die Päpste unsere Tage als Regenten der katholischen Kirche über die großen Fragen denken, die unsere Welt seit 50 Jahren erschüttern. Wenn wir die Grundsätze kennengelernt haben, von denen sich der Papst leiten lässt, wird es uns leichter sein, die Politik des Vatikans und sein Verhalten zu den brennenden Problemen zu beurteilen, die heute die Menschheit bewegen. Denn es hängt allein von der Einstellung des Papstes ab, ob der Vatikan sich mit der einen modernen Ideologie, mit der einen politischen Macht, mit der einen Nation befreundet und die anderen bekämpft und welche Wege auf diese Weise die Politik des Vatikans in unserem Jahrhundert einschlägt.